Ich komme zum zweiten Mal ins NCB und werde den Prime vernichten. Du planst hier einen Attentat, doch Digga, das wollte keiner wissen. Du bist die Unterschicht und battlest auch in drei Turnieren. Willst nur ein bisschen Fame, aber keiner fängt an, deinen Scheiß zu lieben. Machst überall mit und hast auf Facebook gerade mal 17 Likes. Keiner feiert dich, aber laut dir ist deine Mucke richtig nice. Doch da frag ich mich eins, sind wir im Battle oder Track Contest? Nicer, denk mal nach, warum nennt sich die Scheiße hier Battle Rap? Du musst hier angreifen und nicht nach gezweckten Reimen suchen. Rede schlecht über Battle Nights, würdest du diesen Scheiß verfluchen? Das macht so wenig Sinn, wie jeder deiner dummen Text sein. Nicer Yannick, warum muss jeder meiner Gegner so wack sein? Da reim ich lieber einsilbig, als wie du gezweckten Scheiß zu bringen. Wozu sinnvolle Texte? Du versuchst halt einfach geil zu klingen. Doch das ist schief gegangen, wieder ein Versuch mich hier zu schlagen. Für dich hagelt es nicht nur Schellen, sondern wieder eine deiner Niederlagen. Also geh mir aus dem Weg und reich am besten gar nicht sein, weil ich weiß, was du bringen wirst, denn jede deiner Parts sind gleich. Hast maximal zwei Lines, die deinen Gegner irgendwo rigoros treffen. Aber sag mir mal eins, warum musst du in jeder Runde dann wieder so battlen? Dein einziges Battle besteht darin, on point den Takt zu treffen. Aber du meinst, außer deiner Stimme hörtest du keine Angriffsflächen. Ich brauche noch nicht mal wegen deinem Namen Transformers Witze machen, obwohl das hier reichen würde, um dich zu klatschen. Du Fotze, du Fotze, du Fotze. Und eigentlich wollte ich hier einen echten Gegner oder halt Ika-Rap. Doch stattdessen erwartet mich hier jetzt dieser Knecht. Mann, du bist minderjährig, wahrscheinlich noch nicht einmal strafmündig. Doch ich bin mir sicher, du recherchierst hier meine Parts gründlich. Und egal was du bringst, Alter, es bleibt bei dir alles wacke Scheiße. Aber vielleicht kriegst du einen Punkt, wenn du anfängst meinen Text zu biten. Bei dir sind Representer, dass du anderen Kindern das Spielzeug klaust. Dann fliegst du aus dem Hort wie in dieser Runde mal wieder raus. Mann, du bist so jung, Kleiner, du hast sogar Probleme beim Wasserlassen. Aber das scheint halt üblich bei diesen ganzen Massenspasten. Du warst bei mir unten durch, als ich sah, dass du deine Reime groß schreibst. Also ist es kein Wunder, dass dich Pareiges in den Tod reißt. Und ganz ehrlich, Prime, ne? Ich wollte dich eigentlich überhaupt nicht unterschätzen. Aber du bist so unfassbar wack, ne? Dich kann man einfach nur unterschätzen. Pussy, 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 Pussy.